Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armut Warfare hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir spielen die PvE-Operation Basilisk. Überleg immer, woher ich das Wort Basilisk kenne. Ich meine, es ist ein Fisch, aber ich bin mir nicht sicher. Oder irgendwas in der Mythologie? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir fahren den T14 152. Falls ihr wisst, was Basilisk, wo das herkommt. Ich habe einen Fisch im Kopf. Irgendwas, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wir sollen auf jeden Fall das Plutonium bergen. Das Ganze natürlich auf Hardcore. Wie auch sonst, wir wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen dabei. Ja, gucken wir doch mal, wie gut was jetzt hier läuft. Und wie gut wir hier rumkommen. Also erstmal uns durchs Atomkraftwerk kämpfen, das Plutonium bergen. Und dann natürlich am Schluss dort die Tankstelle oder was da ist, ne? Was ist doch da? Aber der Tankstelle ist das. Wo ich denn, wo der Kreis dann immer drauf ist. Wo ich gerne mal auch eine Zapfsäule kaputt fahre. Kann passieren. So, dann wollen wir mal langsam hier. Wir kommen von hinten auch noch nicht hinterher. Hoppala. Entschuldigung. Da beim Umherlenken vielleicht ein wenig zu viel Schwung gemacht und bin dem anderen direkt davor gefahren. Das ist natürlich nicht gut. Da ist aber einer, da ist aber. Genau, da viele von diesen Raketenfahrzeugen unterwegs. Das sind solche, die ich überhaupt nicht leiden kann. Irgendwann schießt auf mich. Oh, da kommt doch schön ein Blatt reingeben. Wieso? Da ist noch so einer. Eieieiei. Aber das sind hier wieder. Was machen wir denn wieder für eine Fahrerei, die sich nicht lohnt? So, den hat's mal schön zerrissen. Oh ja. So, den hat's auch zerrissen. Der fährt mir aus der Optik. Schön. So. Na gut. Müssen wir doch bloß den WBP oder wie der heißt, hinten aufbringen nochmal. Wo ist er hier? Guck mal, wer da steht. Nein! Ich dachte, dass ich in dem Moment so gedreht, dass ich ihn. Au! Nur so treffen kann, dass ich. Ein. Was? Was war denn das? 61 Schaden? Da hat aber gerade der Name Generator mal ein bisschen verrückt gespielt, oder? Oh, Turm ist lahmgelegt. Aber auch wirklich nur der Turm lahmgelegt. 93 Schaden, sag mal, aber. Hallo? Was ist da los? Was mache ich da für Faxen gerade? Ah! Oh, ja, bitte. Komm mal her. Mach ruhig. Du, der kennst mal lang. Ernsthaft? Das ist schon der vierte Hit, der irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, super mal läuft.
können wir mal einen Tauchi reinhauen. Meine Herren. Wir müssen da unbedingt an uns arbeiten. Eine gute 3000 Schaden haben wir schon mal liegen lassen auf der Strecke jetzt hier. Ah, fliegt da. Na komm hoch, Bradley. Da kriegst du schön einen rein, was hier. Oh, nun sei mal nicht so. Identifizieren. Moment. Die 90, ich komme. Brauchst du keine weiteren Gedanken machen? Bin schon da. Wo bist du? Au! Ah ja, weg. Gut. Komm ich hier nicht dran vorbei? Schieb doch mal. Der dicke Mann will da durch. So, dann gucken wir mal, was wir da hinten alles kriegen. Na komm, da hat ein APS reagiert. So, den Bradley mitnehmen. Oh, ist er weg? Der kleine Lugner. So. Ich doch eine grüne Stelle bei ihm. Hat er sie gut weggedreht? Oh, dann gehe ich halt mal ein bisschen close, ne? Oh, ich hier lang. Ja. Na gut, ich habe es zumindest versucht. Ich hätte vielleicht umladen sollen auf die HE-Dinger, denn hätte ich ihm jetzt mit der HE ein bisschen Schaden gemacht. Aber so. Wir gehen einfach ein bisschen näher ran und dann suchen wir uns die weiche Stelle schon. Oder so. Oder so. Guck mal, die explodieren alle schon vor meiner Nase. Ich muss nicht mal reparieren, nicht mal Munition holen. Richtig gut. Aber wir haben auch nicht viel gemacht, ne? Muss ich auch sagen. Also das Booster wird das hier, glaube ich, nicht. So. Jo, da kommt er doch. Ja, Van der Bolt. Da kommt denn der Team 14. Ein Pardon mit kleinerer Gun. Ja, Bradley. Oh, da oben ist ja noch richtig was los. Zack. Jetzt echt ein Pfeiler davor weggerotzt, oder was? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo? Was sind die denn? Ah! Da ist der Terminator, der Terminator! Oh, schön. Einer war da oben noch, ne? Na egal, wir müssen das sowieso erobern. Ja, ist nochmal so ein T15. Oh, da hat ordentlich einer Schaden gekriegt, hat man schon gehört. Sehr schön. Sehr schön. Hat dies doch mal klarer Victory. Henny hat sich gerade beschwert über mangelnde Bewegung. Machen Sie gerade eine Pause, fragt er mich. Ich habe Urlaub. Aber berge ich mich doch nicht. So. Ja, letzter Tag Urlaub, morgen muss ich wieder arbeiten. Ach, das ist schade, schade, aber so ist es leider. Gut, wir haben aber einen Sieg hier eingefahren. Und dann gucken wir mal kurz auf die Auswertung. Ja, Booster wird es nicht, das war zu erwarten. Wir haben da ein paar Fehlschüsse uns geleistet. 44.000 EPs und 496.000 an Kohle, das hält sich in etwa mit dem, was wir vorher auch hatten.
Feuerschutz haben wir gekriegt und das Teamwork haben wir gekriegt. Im Team sind wir auf Platz 2. Ja, wenn die Fehlschüsse nicht gewesen wären, dann hätten wir da vielleicht, ne? Aber wir haben wieder ordentlich durch Spotting-Punkte gemacht, ne? Das muss man wieder mal sagen. Da war der T14 wieder guter Spotter. Gut, das lief doch wunderbar. Am Ende kommen 374.000 auf unser Konto und unser Philipp hat auch noch ein bisschen ein paar Punkte gekriegt. Vielleicht kann ich den mal irgendwann wieder ausbilden. Gut, das soll es gewesen sein. Das war eine Runde Armored Warfare hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.